Hallo ihr Lieben, heute war mal wieder der Postmensch bei mir und ich habe mir aus der Werbung bei Facebook, habt ihr die vielleicht gesehen, diesen Controller besorgt mit Stick, den man in den Fernseher stecken kann. Die Werbung verspricht uns ja, dass wir den Stick in den Fernseher setzen und dass wir so eine Art Controller haben mit den alten PlayStation und dass wir dann alle Spiele von früher spielen können, die wir in den 80er, 90er, 2000er, 2010 und sowas gespielt haben, also die Sega, Nintendo-Spiele, Gameboy-Spiele und all sowas. Ja, und ich möchte da heute mit euch in den Karton gucken. Karton und pardon. Und dann vielleicht das Spiel mal anspielen. Je nachdem, wie das mit dem Schneiden nachher funktioniert, gibt es da ein oder zwei Teile von. So, wir schauen einfach mal rein in den Karton. Von außen erstmal sehr klein. Da soll alles drin sein, aber heute, wisst ihr ja, ist alles auf Stick. Das wird wohl klappen. Tja, der Karton ist nicht zugewiesen. Ich habe das geschickt gekriegt. Nicht verklebt, kein nix. Hat mir jetzt schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wenn ich Neuware erwarte ich, dass sie zu ist. Nicht, dass die schon mal jemand hatte und hat die zu nur zurückgeschickt. Schauen wir mal rein in den Karton, was uns erwartet. Also ich habe wirklich vorher noch nicht reingeguckt. So, was haben wir denn hier? Ich hebe das mal hoch. Hier haben wir etwas schwarze Folie. Da scheint aber irgendwas drin zu sein. Ah ja, das sieht so aus, als wenn es der Stick wäre. Okay, das soll am Ende in den Fernseher. Da werden wir mal gucken. Ach, hier ist sogar ein Adapter drin, sehe ich gerade. Guck es dir an, falls es nicht passen sollte, kann man den Adapter, da werde ich nur in die Gebrauchsanweisung lesen müssen, was der denn da ist. Gut, dann haben wir hier noch ein Kabel. Dann gucken wir mal, für das brauchen. Und dann haben wir hier, ach ja, siehst du, der sieht aus wie so eine alte PlayStation. Ich hatte damals nur die PlayStation 1 und mir ist ja damals schwindelig geworden. Deswegen habe ich damit aufgehört, moderne Konsolen zu spielen. Ich hoffe, das wird mir hier kein Problem werden, weil wenn ihr mal in die Gebrauchsanweisung guckt von diesen PlayStation-Spielen und alle Spiele, die danach gekommen sind, beziehungsweise ja, Konsolen, steht da immer drin, dass es da so 1, 2, 3% gibt, die davon schwindelig werden, Übelkeit, Erbrechen oder sowas kriegen sollten. Da gehöre ich leider dazu. Deswegen konnte ich nie moderne Spiele spielen. Deswegen habe ich ja die Hoffnung, dass hier alles Retro drauf ist, dass das nachher bei mir funktioniert und dass mir davon übel wird. Ansonsten müssten wir dabei zugucken, wenn ich hier kotzen sollte. Ah, wenn ich die Verpackung hier schon sehe, kann ich auch schon mal kotzen. Warum muss da immer so viel Plastik drin sein? In unserer heutigen Zeit. Naja, ich schweife hier vom Thema ab, aber ich sehe das nicht mehr ein, dass wir überall diesen ganzen Plastikscheiß haben. Okay, alles auf Englisch. Chinesisch. Haben wir doch eine deutsche Anleitung. Wenn wir das jetzt mal aufklappen. Sind da schon mal tolle Bilder bei. Ich suche jetzt gerade das Deutsche. Haben wir da was Deutsches? Ob ich das auch lesen kann, das ist alles Englisch, alles Englisch, alles Englisch. Das ist alles Englisch, okay. Ich vermute mal, das ist alles Chinesisch. Ich vermute mal nicht. Seid ihr gut in Englisch? Also das Englische kann ich hinhalten. Das könnt ihr wahrscheinlich eher was mit anfangen. Tja, das heißt, da ist wieder keine deutsche Gebrauchsanweisung dabei, wird aber im deutschsprachigen Raum verkauft. Das gibt einen fetten Minuspunkt, da mein Englisch nicht wirklich gut ist. Muss ich mich da reinfuchsen. Gucken wir mal, wie gut ich dabei bin. Ich meine, das kann jetzt nicht, das ist Chinesisch. Das kann jetzt nicht ganz so doof sein. Auf jeden Fall zeigt er mir hier alte Spiele an, in 4K sogar. Das kann sein, dass die einfach aufgearbeitet worden sind. Ich meine, das wäre natürlich bombastisch. Was haben wir denn hier noch drin? Ach, hier ist ein zweiter Controller einfach nur drin. Okay. Wenn man das aufmacht. Ah, hier kommen Batterien rein. Okay. Gut, das Design, das sieht das in Ordnung aus. Das sind so Batteriengröße, die in die Fernbedienung kommen, scheinbar. Oder vielleicht ein bisschen größer. Muss ich mal nachher mal gucken. Das muss man hier nicht schrauben, das ist schon mal gut.
Haben wir zwei Stück von, können wir zu zweit spielen. Also falls mal einer Lust hat, vorbeizukommen, zocken wir mal zusammen. Ansonsten kann ich da jetzt nicht viel zu sagen. Ich will es ausprobieren und dann gibt es das nächste Video oder ich versuche das zusammenzuschneiden, je nachdem wie gut ich im Schnitt bin. Seht mir das nach, falls ich da Teil 1 und Teil 2 von mache. Dann hat der Schnitt nicht funktioniert, weil Tobias das nicht kann. Aber auch das werde ich irgendwann hinkriegen, okay?